Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ich weiß gar nicht, wie ich dieses Video nennen soll. Es ist eine Überraschungsbombe von der lieben Marie. Sie wollte mir eigentlich ein Produkt schicken und sie hat mir drei Kartons geschickt, beziehungsweise einen Luftpolsterumschlag, einen weißen Karton und einen riesengroßen grünen Karton. Das Ganze kam aus Luxemburg. Wenn du genauso gespannt bist wie ich und wissen willst, was sich in diesen drei Monstern verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich sag's ja immer wieder, ne? Ihr sollt mir nichts schicken. Wenn dann aber jemand meine Adresse rausbekommt oder mich ködert und sagt, ich schicke dir deine Lieblingsaugencreme, ich brauche sie nicht mehr, dann sage ich, okay. Und diese Pakete haben alle einen langen Weg hinter sich gehabt. Oh Mann, ich habe auch tatsächlich jetzt mittlerweile eine Adresse beantragt bei einer Packstation. Also, ne? Weil diese Pakete sollten erst irgendwie zu deiner Tankstelle geschickt werden und dann war das aber nicht mit Hermes und dann kamen die wieder zurück und hin und her. Keine Ahnung, es ging auf jeden Fall sehr wild drunter und drüber mit uns beiden, ne Marie? Das war echt verrückt, so. Und ich bin auch ein bisschen schockiert über die Menge an Sachen, die jetzt hier so, weil das ist alles echt schwer. So, den Luftpolsterumschlag, den habe ich tatsächlich auch schon geöffnet. Und eigentlich hatte sie gesagt, dass sie mir diese Creme schickt. Die Clinique All About Eyes Augencreme. Das ist meine allerliebste Augencreme, die sackteuer ist. Und sie sagte, sie hätte eine und sie würde mir die schicken. Und was macht sie? Sie schickt mir drei Sendungen. Marie, Marie, ich werde jetzt nur zu Anfang mit dir schimpfen, okay? Das sollst du nicht tun. Das sollst du wirklich nicht tun. Du hast dir dein Geld garantiert auch sehr, sehr, sehr hart verdient. Und da musst du mir keine Produkte schicken. Also wirklich nicht. Das muss nicht sein. Ich weiß nicht, was hier drin ist und was du mir geschickt hast, aber ich schimpfe trotzdem mit dir. Und ich weiß auch nicht, was und wie und wo auch immer ich dir was zurückschicken soll, kann, darf. Du hast mir ja geschrieben, du magst nicht so gerne dekorative Kosmetik und nicht so gerne Naturkosmetik. Das ist unheimlich schwer. Aber ich lass mir was einfallen, glaub mir. Und in dem Umschlag, der tatsächlich auch zu meinem Geburtstag ankam, befanden sich dreimal diese geilen Augencremes. Also ich werde für den Rest meines Lebens Clinique All About Eyes Augencreme haben. Mega, Leute. Echt, ich sag euch das. Und das sind halt die Originalgrößen, ne? Die sind wunderschön und ich liebe diese Creme. Die ist so freundlich zu meinen Augen. Die riecht so toll. Die fühlt sich so super schön an. Es ist die perfekte Augencreme und das sagen so viele auch, ne? Also so sieht die Creme ja auch aus und die macht so viel Gutes mit deinen Augen. Ja. Und sie schickt mir einfach diese Augencreme dreimal. Ich glaube, so ein Pöttchen kostet locker 20, 25 Euro, ne? Böse Marie. Geile Marie. Tolle Marie. Marie, echt. Ah! Du machst mich wahnsinnig, wirklich. Du machst mich extrem wahnsinnig. Ja. Okay, ne? Das ist schon mal das Dreifache von dem, was ich überhaupt erwartet hätte. Jedoch kamen noch Masken hinzu, die du auch noch mit in den Umschlag gepackt hast. Das ist von Vandini. Die werde ich nicht benutzen, weil die hat mir beim ersten Mal so wehgetan. Aldo Vandini Detox Gesichtsmaske, Face Mask mit Hanföl und Heilerde. Die hatte ich schon mal verwendet und die hat mir gar nicht gut getan. Die hat gemacht, dass mein Gesicht sich angefühlt hat, als hätte ich da Lava drüber gegossen. Dann von Garnier Skin Active die Aqua Mask. Von Alkmene mit australischem Teebaumöl eine Gesichtsmaske, die die Poren reinigen soll. Die Schäbens Augen- und Lippenmaske Lifting Complex, reduziert Falten und so. Von Nivea die Pure and Natural Maske mit, oje oje, Aloe Vera würde ich mal so sagen, ne? Ja. Ist halt auf Französisch. Die Balea Fußmaske mit Babassu-Nussöl oder so. Ich guck mal. Mit Babassu und Macadamia-Nussöl, genau. Von IDC Institut die Gesichtsmaske mit Mandelöl und mit Granatapfel. Ne? Wäre nicht nötig gewesen.
Dann war auch ein Brief mit dabei. Hallo liebe Claudia, ich wünsche dir hiermit alles Gute zum Geburtstag. Auch wenn ich dir per Instagram schon Glückwünsche geschickt habe. Du bist meine Lieblings-YouTuberin, da du einzigartig bist, coole Videos machst und so weiter. Nur schade, dass das Paket nicht zu dir gefunden hat. Da das erste Paket nicht kam, schicke ich dir zuerst einen Briefumschlag mit den Cremes, dreimal Klinik und eine andere und andere Sachen. Wenn das keine Probleme macht, dann schicke ich dir dann den Rest. So, jetzt viel Spaß damit und ich hoffe, dass dir der Rest auch gefällt. Fühl dich gedrückt und viele Knutschis bei Marie-Claire aus Luxemburg. PS, du kannst mich auch nur Marie nennen. Dann wagen wir uns mal an dieses grüne Monster ran. Du bist verrückt. Als erstes habe ich hier noch einen weißen Briefumschlag. Oh mein Gott. Da ist von Luvia ein Buffer Brush VS 115 mit drin. Den befreie ich mal. Ich mag Luvia so gerne. So sieht der Pinsel aus und damit kann man sich super Foundation auftragen, Foundation einarbeiten. Mega. Dann von Avon True Color Calming Effects Mattifying Foundation. Und das ist eine matte Foundation in der Farbe Warmest Beige. Die wird mir echt zu dunkel sein. Ich meine, ich werde nie im Leben so dunkel werden. Oh Mann ey, das ist aber ein teures Schätzchen. Von Shiseido Ibuki. Nee, das ist ein Smart Filtering Smoother. Das ist eine Creme. Boah, die ist teuer. Ui, 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 ui. Hier ist sie. Die ist auch noch original verschlossen und alles. Die lasse ich jetzt auch erstmal zu. Ah. Und dann von Anayaki. Ultra Time Creme Premiere Antitons. Eine Anti-Aging Primer Creme. Apply morning and night on face and throat. Ja, ne? Eine schöne Anti-Aging-Cream. Ich mit meinen 30 Tacken kann das jetzt auch gut gebrauchen. Das ist so eine kleine Luxusprobe. Ach, schön, ey. Ich denke, dass das auf Deutsch übersetzt heißt, dass es quasi für die ersten Anzeichen der Hautalterung sein wird. Und die habe ich definitiv schon. Dann greifen wir mal wieder in die Kiste rein. Und ziehen als erstes raus ein Set von Lancôme La Vie est Belle. Das hier ist ein wundervolles Parfüm. Das hatte ich auch tatsächlich selber. Ich habe es letztens geleert. Oh, das riecht gut. Dankeschön. Oh, das ist toll. Ein richtig geiles Parfüm. Boah, das ist teuer. Dazu passend hat sie mir noch die Bodylotion hier in das Set gepackt. Und auch die Dusche. Also die, Duschcreme. Genau. So, mega. Von BB, eine Soft Body Cream für normale bis trockene Haut mit Shea Butter. Das ist super, die hatte ich noch nie. Und das ist in so einem schönen Pöttchen mit drin. Oh, die riecht herrlich. Oh, richtig cool. Dankeschön. Von Ricarda M. Magic Skincare Basic 24-Hour Face Cream. Oha, ein Riesenpott. Krass, eine Gesichtscreme. Boah, das ist ein riesen, gigantisches Ultravieh. Guckt euch die an. Die hat so eine ganz interessante, süße Note damit drin. Mmh, die riecht gut. 120 Milliliter. Das nenne ich mal eine Gesichtscreme, Leute. Ja, das ist mal ein Ultra-Ding, ey. Krass. Das ist so eine richtige Statement-Cream. Die kannst du dir für ein halbes Jahr in dein Badezimmer stellen. Aber dafür hast du dann wirklich 24 Hours. Das heißt, es ist für Tag und Nacht. Und da die ohne Lichtschutzfaktor ist, kann ich die tatsächlich im Winter auch sehr gut verwenden. Das ist super. Die multiaktive 24 Stunden Basispflege zur Stärkung der Hautschutzfunktionen ist die Lösung für alle täglichen Hautbedürfnisse. Die 24-Hour Face Cream von Ricarda M. regeneriert mithilfe des Key-Faktors 365 die Energiereserven der Haut, indem sie die Zellfunktion aktiviert und gleichzeitig das vitale Hautbalance-System erhält und beschützt. Die leichte Textur, die sich sowohl frisch als auch unbeschreiblich geschmeidig anfühlt, hüllt die Haut in samtige Zartheit und verleiht dem Gesicht jugendliche Leuchtkraft, neue Spannkraft und einen feinen Teint. Auch ideal als Make-up-Unterlage. Oh ja, mega. Das ist extrem schön. Also
extrem schön, hochwertig und bestimmt sackteuer. Verrückte Nudel, du. Ein Duschschaum, sehr schön, von Darf. Mit Arganöl, 24 Stunden weiches Hautgefühl für Dusche und Rasur. Ja, perfekt. Das kann ich gut gebrauchen. Ich kann immer irgendwie Dusche gut gebrauchen. Das ist auch tatsächlich sehr schön für den Winter. Da rieche ich jetzt nichts durch, aber das lasse ich auch erstmal. Mega geil, danke schön. Also sowas ist immer... Ich benutze, glaube ich, pro Monat habe ich garantiert 2 Duschprodukte, die ich aufbrauche. Also von daher geht alles immer sehr schnell bei mir leer. Vielen Dank. Ach, guck mal, für meinen Freund, da wird er sich freuen. Ocean Men's Collection Bath and Body Works 2-in-1 Hair and Body Wash. Sehr schön. Das mache ich mal auf und rieche dran. Hilfe, ich werde attackiert. Das riecht gut. Das riecht richtig schön männlich. Ocean, das passt auch, ne? Das wird er kriegen, da freut er sich. Danke. Oha. Nivea, 48 Stunden Pflege. Verwöhnende Softmilk. Oh. Tiefenpflege-Serum mit Shea-Butter für trockene Haut. Das ist ein tolles Produkt. Ich liebe Nivea. Nivea ist eine ganz, ganz feine Marke. Also das ist so angenehm für meine Haut. Es passt echt. Also das ist sehr freundlich. Tiefenpflegeserum. Dankeschön. Das ist toll. Nivea ist ganz, ganz toll. Ist Dream Under Eye Pads. Hydrates and Renews Delicate Skin. Ach, guck mal. Das soll Anti-Aging wegmachen. Also das soll Anti-Aging-Wirkung haben. Das soll da hier Augenringe wegmachen. Ach, guck mal. Sehr schön. Und da ist es eine ganze Packung. Gel-Augenpads sind das. Wow. Oha, guck mal. Das ist super. Dankeschön. Die kann ich sehr gut gebrauchen. Aktuell habe ich noch die in Verwendung von Balea. Und danach werde ich die hier verwenden. Das ist praktisch. Vielen Dank. Boah, ey, mein Gesicht wird eine Party feiern, ich sag dir das. Von L'Oréal Paris, Revitalift Filler, aufpolsternde Anti-Aging-Pflege für die Nacht. Das ist gegen Falten und alles Mögliche, was nicht schön ist im Alter. Ach, Wahnsinn, die hatte ich mal in klein, das ist ja Wahnsinn. Die ist auch nicht günstig. Polstert die Haut auf. Dankeschön, die ist auch noch original verpackt. Nein! I love Strawberry Cream. Geil. Das sind ganze 500 Milliliter. Ich habe dieses Produkt mal in klein besessen und auch in einem Aufgebraucht-Video gesagt, oh, leider gibt es sie nicht in groß. Offensichtlich in Luxemburg. Wie geil bist du denn? Danke. Die riecht so schön nach Erdbeere. Das ist so der perfekte Duft, wenn ich jetzt so zur Erdbeerzeit und Spargelzeit duschen gehe. Ne? Das ist perfekt. Dankeschön. So toll. Hm. Geil. Hask. Arganöl from Morocco. Strengthens and restores. Sehr schön. Das ist ein Shampoo. Wahnsinn. Ich hatte das mit Kokosnuss, glaube ich. Und das war so toll für meine Haare. Und jetzt habe ich das mit Arganöl. Das wird auch getestet. Danke dir. Echt. Das hat mir so gut gefallen mit Kokosnuss. Obwohl ich keinen Kokosnussduft mag. Aber ne, von Hask hat mir das richtig gut gefallen. Oh, das riecht ein bisschen säuerlich, aber so ein bisschen wie irgendein Zitronenaroma oder Orangenaroma, was man zum Backen nimmt. Aber mega, das ist cool, da freue ich mich drauf. Danke. Ja, eine Gesichtsmaske von Pinpoxe. Aha, kenne ich nicht. Aloe Vera Blackhead Peel-Off Facial Mask, sehr geil. Ja, eine richtig schöne Peel-Off-Maske. Das wird ausgetestet. Danke dir. Und das ist ein echt großes Ding. Oh, das sieht aber schön aus. Ne? Das ist ein schönes Pöttchen. Und da ist die Maske drin. Die wird ausgetestet. Geil. Ist noch komplett zu. Da kann ich jetzt so nicht reinriechen. Aber ne, rieche ich nichts durch. Da freue ich mich drauf. Eine Peel-Off-Maske. Blackhead Peel-Off. Das ist richtig geil. Und Aloe Vera ist auch sehr, sehr pflegend, ne? Also das in Kombination ist eine sehr angenehme Geschichte für die Haut. Vielen Dank. Ich glaube, wegen dir muss ich hier noch anbauen. Dann hast du mir hier noch was mit reingelegt. Ein Gesichtsscrub. Ich packe das mal eben aus. Von Cyclax Nature Pure Apricot Facial Scrub. Guckt euch das an. Ist das ein Riesenteil? Geil. Wow. Das sieht aus wie Stracciatella-Eis, ne? Riecht gut. Freue ich mich drauf, echt. Dankeschön.
Ja, echt. Also mir ist letztens nämlich aufgefallen, dass ich gar nicht so viele Gesichtspeelings habe. Und jetzt habe ich ein Backup. Danke dir. Mega gut. Schreib du mir doch mal gerne in die Kommentare, was ich der lieben Marie als Dankeschön schicken soll. Ich habe nämlich nicht den Hauch einer Ahnung, wie man sich bedanken soll. Das ist so schwer. Echt. Wirklich. Also keine Naturkosmetik, keine Make-up-Produkte. Also irgendwas an Pflege, aber ich kann ihr doch nicht... Ich weiß es nicht. Ich habe auch schon über einen Gutschein nachgedacht, aber Gutscheine sind schwer, ne? Ich weiß nicht, ob das dann auch in Luxemburg so gültig ist und vor allem auch welcher Wert. Das ist so schwer. Naja, ich mach mal weiter. Und zwar von Hasslinger Rosenblüten Body Lotion. Boah, ich liebe dich. Rosenblüten und ich, wir sind ganz dick miteinander. Mit Rosenwasser, Shea Butter und Mandelöl. Wahnsinn. Richtig, richtig geil. Oh, sowas, ne? Das ist meins. Ja, das riecht ein bisschen nach alter Oma, aber ich mag den Duft. Wirklich. Denn Rosenblütenduft ist so, so schön. Vielen Dank. Und das ist auch eine echt schöne Verpackung mit einem niedlichen Häschen im Logo. Guck dir das mal an. Noch ein Duschschaum. Nee, doch. Noch ein Duschschaum von Dove. Und zwar mit Rosenöl. 24 Stunden weiches Hautgefühl. Mega. Dankeschön. Von Garnier den Cognac-Schwamm fürs Gesicht. Den hatte ich ja tatsächlich selber letztens in eine Verlosung gepackt. Das ist sehr praktisch, denn dann habe ich ihn jetzt wieder und kann ihn dann für meine Gesichtsreinigung verwenden. Ja, das ist jetzt ja auch aktuell neu im DM. Danke dir. Von Kian Soto Anti-Aging Q10 Matte La Firming and Dark Circle Fading Eye Cream. Du hast mir schon so viele Eye Creams von Clinique mit reingepackt. Also das wird schwierig. Mit Gucci Beere. Ich glaube, ich habe für die nächsten 20 Jahre jetzt Cremes und so. Nochmal drei Masken. Von Garnier die Hydra Bomb Tuchmaske mit Kamille. Schön. Hinten steht alles auf Französisch drauf. Gut, dass ich damals in der Schule mal Französisch hatte. Dann auch Hydra Bomb. Also dieses Design, das kenne ich auch gar nicht. Das ist interessant. Das ist mit grünem Tee. Und geil, von Hello Buddy Coco Treat. Eine Soothing Face Sheet Mask. Oh, die wird ganz bald verwendet. Von Hello Buddy, ne? Hello Buddy ist so teuer, aber die haben so tolle Produkte. Dankeschön. Ich glaube, du bist Millionärin oder so, dass du mir das einfach so schickst. Weil das sind so teure Produkte. Ich schäme mich echt. Ich sag dir das ganz ehrlich. Ich schäme mich wirklich. So, jetzt haben wir auch das grüne Ungetüm fertig gemacht. Jetzt kommt noch ein weißes Paket auf uns zu. Der erste Blick rein lässt schon Verrücktes vermuten. Okay, wir fangen an mit meinem Lieblingskörperpeeling von Dove. Duschcreme-Peeling mit Macadamia und Reismilch. Kann ich euch nur ans Herz legen, das ist so, so toll. Da hatte ich auch schon einige Backups mal von einer lieben Zuschauerin zugeschickt bekommen, weil das echt toll ist. Mittlerweile gibt es das wieder. Ich glaube, das war einfach nur im Winter rausgenommen worden. Das ist quasi nur ein Saisonprodukt ist. Der Duft, Leute. Manche beschreiben ihn als Babykotze. Ich liebe den Duft. Bin ich ein Freak? Ja. Ich mag es richtig gerne. Nein, für mich riecht es einfach so sanft und warm und weich. Und ach, das ist ein ganz tolles Produkt. Wirklich toll, danke. Base Magique von Maycheer. Kenne ich nicht. Transforming Smoothing Primer. Ach, guck mal, ein Primer hast du mir auch mit reingelegt. Den gucken wir uns mal an. Das sieht doch schon mal ganz schön aus, ne? Das ist in so einem schönen Pöttchen und der ist rosa. Scheint was Chinesisches zu sein. Und chinesische oder koreanische Kosmetik ist toll. Riecht so nach nichts. Ist auch ein bisschen fester. Ist ja interessant. Hier. Sehr dick. Aber der wird total weich. Zack, eingezogen. Wahnsinn. Ach, da bin ich gespannt drauf. Cool. Der wird getestet. Danke dir. Du hast wahrscheinlich keine Verwendung dafür gefunden, weil du ja nicht so gerne dich schminkst, wie du geschrieben hast. So schwierig. Was zur Hölle schicke ich dir nun zurück? Echt. It's Magic Make-up Remover Club von W7. Nein! Geil. Das ist toll. Das kenne ich. Also nicht von W7 oder W7, sondern von anderen Marken. Das ist groß. Das ist toll. Ich
bin ja auf dem Weg zu einem Leben ohne Wattepads, ohne Abschminktücher und so. Und da ist sowas perfekt. Damit kannst du dich einfach ganz normal abschminken. Also, ne? Mega geil. Vielen Dank. Das hatte ich schon von anderen Marken und die waren mir immer zu klein. Und das ist so schön groß. Guckt euch das an. Es ist einfach riesengroß. Geil. Also, richtig geil. Danke dir. In Pink. Ja, wie süß. Guck mal. Guck mal, sagte sie und hielt es nicht in die Kamera. Das sind Beauty-Schwämmchen, Powder-Puffs. Richtig toll. Und das sind hier 5 verschiedene. Und da sind vor allem auch so winzig kleine mit dabei. Das ist super für unter die Augen. Ja, für Concealer. Oh, geil. Guckt euch den an. Der ist ja Highlight, oder? Weil im Vergleich dazu in groß. Wow, wie süß. Oh, die sind total niedlich. Dann einer, der hier so eine abgeschreckte Kante auch hat. Und halt so ein ganz klassischer, normaler. Geil, da freue ich mich drauf. Danke dir. Ich mag Schwämme einfach. Ich finde, das ist auch ein total beruhigendes Gefühl, einfach Schwämme in die Hand zu nehmen und sie so zu punchen, ne? Wie so ein Stressball. Danke. Und da ist ein Bär drauf. Meine Lieblingsmaske. Oh Mann! 6-mal. Die Neutrogena Hydro Boost Maske. Das ist die Gelmaske, die zweigeteilt ist und die sitzt wie eine 1 und die ist super für das Gesicht. Das ist super geil. Die spendet Feuchtigkeit, die ist einfach herrlich und jetzt habe ich sie einfach nochmal 6-mal. Danke. Das ist verrückt, echt. Das ist wirklich verrückt. Oriental Essence Personal Collection Eau de Parfum for Her von Rituals. Das sieht ja wundervoll aus. Da sind 2 Parfüms drin. Und dieses Parfüm habe ich tatsächlich heute Morgen erst aufgelegt. Das ist Fleur de l'Himalaya. Das hast du mir gleich 2-mal geschickt. Geil. Das ist schön. Das kannst du auch einfach schön immer mitnehmen und in die Tasche packen und hast es dann immer mit dabei. Danke. Das ist so schön. Das riecht so gut. Ein Pflegeöl von Green Cocoon mit Aprikose, zertifizierte Naturkosmetik. Das ist hier. Sanftes Licht, ein leises Windspiel und die Erinnerung an einen milden Sommerabend. Lasse dich entführen vom Duft der Aprikose und gönne dir eine Pause voller Entspannung. Mhm. Fühle dich geborgen und von einer schützenden Hülle umgeben. Green Cocoon Natural Nutrition und Natural Cosmetics begleiten deinen Weg Inner Balance und äußere Entfaltung. Um auch das Gleichgewicht der Natur zu achten, legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit, Umwelt und Tierschutz und in unserer gemeinsamen Unternehmenskultur. Natürlich für dich. Okay. Das ist richtig schönes Milchglas und das scheint auch wirklich einfach ein ganz tolles Körperöl zu sein. Boah, danke. Das kommt ganz soft halt raus. Auch der Duft ist ganz soft und ist sehr ergiebig. Das fühlt sich aber schön an. Ich mag ja auch Wohlfühlkörperöle, ne? Körperöle vor allem im Winter oder im Sommer auch ganz gerne an den Beinen. Dann hast du so richtig schöne, ölige, glänzende, frisch enthaarte Beine. Ein Traum, Leute, ich sage euch das. Nur wenn ihr dann schwimmen geht, dann hinterlasst ihr so einen komischen Ölfilm auf dem Wasser. Muss man aufpassen. Aber es riecht sehr angenehm. Halt nach richtig echten, natürlichen Aprikosen. Und du hast so einen schönen Glow auf der Haut, ne? Ah, das gefällt mir. Danke. Boss, Hugo Boss, Eau de Parfum Woman. Nein, Natural Spray. Guck mal, das ist original verpackt und riesengroß. Meine Güte. Das heißt, Parfüm magst du auch nicht so gerne. Was soll ich dir denn dann schicken? Das ist mega. Sieht schön sportlich aus. Weil da ist das da ist das La Vie Belle. Oh, das riecht aber auch sehr angenehm. Sehr, sehr angenehm. Sehr dezent. Das ist auch ein Duft, den man schön im Büro tragen kann. Wo meine Kollegin jetzt nicht ganz hinten überfällt. Dankeschön. Oh, der riecht gut. Relax. Das ist ein Tee. Sehr cool. Wumsei. Wumsei-Tee. Aha. Ein Feierabendtee. Ach, geil. Riecht kräuterig. Ohne Aromastoffe, ohne Konservierungsstoffe, ohne Zusatzstoffe. Die Thai Wumsei
Kräuter werden in luxemburgischen Naturparks und bäuerlichen Betrieben ohne Pestizide und chemische Düngung angebaut. Wir garantieren für dieses Produkt hochwertige Inhaltsstoffe und eine hervorragende Qualität. So schmeckt Luxemburg. Okay, hier steht nicht drauf, wonach das schmecken soll. Der soll nach Feierabend, nach Relax und nach Luxemburg schmecken. Wird getestet. Aqua Pure, das ist von Pampers. Ja, ich habe kein Baby, aber ich habe meinen Hund. Also das wird für Sammys Ohren genommen, tatsächlich. Ja, ich mache Sammys Ohren mit Babytüchern sauber. Es tut mir leid. Ja, das weiß aber jeder Hundebesitzer, dass man sowas halt braucht, oder? Naja, auf jeden Fall richtig geil. Das freut mich. Das ist 99% Wasser mit organischer Baumwolle und ohne Parfüme und ohne Alkohol. Das ist perfekt. Das kannst du tatsächlich entweder für deinen Hund nehmen oder du nimmst es als Abschminktuch oder du nimmst es als was auch immer. Richtig toll. Richtig, richtig toll. Danke dir. Auch was für Sammy mit dabei. Für meinen Freund was dabei, für meinen Hund was dabei. Richtig cool. Make-up Brush Cleanser. Portable Electronic Automatic. Nein, den habe ich mir letztens erst gekauft. Ich wollte nämlich gleich genau über dieses Teil, nicht ganz über dieses, aber über so einen ähnlichen, ein Video drehen. Wie geil bist du denn? Habe ich den zweimal. Kann ich den ich eigentlich im Video verwenden wollte, verlosen? Richtig geil. Dann wird der hier gleich getestet. Oh, ich freue mich voll. Du bist, der ist original verpackt. Der wird gleich sowas von getestet. Da ist auch noch so ein Brush Cleansing Ei mit dabei. Dankeschön. Du bist so geil. Den habe ich mir gekauft. Warte. So, das hier ist nämlich meine Kiste, die ich schon vorbereitet habe mit ganz viel dreckigen Pinseln. Und hier die Produkte, die ich nehmen möchte für das Video. Da habe ich so eine Kosmetik-Pinselseife drin, dann von Essence dieses Reinigungsvieh, von Essence die Reinigungsseife, ein Metallsieb und dieses Teil. Und das sieht doch ziemlich genauso aus wie das, was du mir geschickt hast. Das ist nämlich hier von mir der Make-up Brush Cleanser, Mira Cleaner. Und das hier heißt Mega Nivo. Das sieht sehr, sehr ähnlich aus. Ist wahrscheinlich auch aus der gleichen Firma, ne? Bei sowas weiß man ja nie. Aber wie geil! Kann ich den ich gekauft habe, verlosen? Danke. Von Glisscore. Everyday Öl Elixier. Sehr gut. Das ist für Droghaar. Cheveux sec. Also das ist dann wahrscheinlich für trockenes Haar, was ich auch habe. Das ist gut. Das werde ich verwenden. Vielen, vielen Dank. Sowas mache ich mir gerne dann in die Länge, in die Spitzen rein. Und verwende ich unheimlich gerne. Das ist mit Arganöl und Vitamin E. Mega. Dankeschön. Wie geil bist du denn? Guck mal. Das ist von Dove auch die Creme, das Creme Douche Peeling. Und das ist jetzt die pinke Version mit Granatapfel und Shea Butter. Da habe ich auch von gehört, dass die jetzt auch neue Richtungen haben. Oh, das riecht ja noch besser als das nach Macadamianuss und Reisöl. Wenn das jetzt genauso fliegt, dann bin ich ja, dann steige ich vielleicht sogar um. Unfassbar. Richtig cool, danke dir. Echt mega geil. Granatapfel und Shea Butter, das ist dann auch super für den Sommer, wenn das so ein bisschen fruchtiger riecht, ne? Ich komme da nicht drauf klar, was du mir hier alles reinpackst. Von Neutrogena Hydro Boost Aqua Reinigungstücher. Ja gut, sie sind da, sie werden verwendet. Das sage ich ja auch immer. Wenn mich in Tausch und Trash und wie auch immer Geschenkpaketen irgendwie solche Produkte erreichen, werden sie auch verwendet. Selber kaufen werde ich mir die nicht. Vielen Dank. Hydro Boost ist auch eine ganz tolle Geschichte, sage ich dir. Die spenden Feuchtigkeit, entfernen selbst wasserfeste Mascara. Da bin ich sehr gespannt. Ja, mega geil. Dankeschön. Die steht aktuell tatsächlich auch bei mir in der Dusche. Und die ist jetzt hier richtig nice mit Gaffertape verschlossen. So geil. Tesafilm kann ja jeder, ne? Die ist super. Das ist ein 3-in-1 Produkt von Fructis, die Banana Hair Food. Das Banana Hair Food, das kannst du als Leave-In benutzen, das kannst du als Spülung benutzen und das kannst du als Haarkur benutzen. Ich verwende das tatsächlich als Haarkur, lasse das immer so 10 Minuten drin. In der Zeit kann ich meinen Körper peelen, mir die Beine rasieren, was auch immer. Und dann wird das abgewaschen und das ist so, so toll. Benutze ich zweimal die Woche und macht echt tolle Haare. Also ich kann mich aktuell echt nicht über meine Haare beschweren. Die sind großartig jetzt aktuell. Und ich liebe es. Es riecht so toll. Banane. Es riecht so toll nach Bananen. Dankeschön. Vollkommen wahnsinnig, die Frau. Ich sag euch das. Also so sieht das übrigens ausgepackt aus, ne? Ich habe jetzt mal die 5 Millionen Gaffertape-Viecher entfernt und das riecht so geil.
Oh, das riecht echt nach Bananenmilchshake, ne? Das ist so geil. Oh, nach Bananen-Split, Bananenmilchshake, Banane, Banane. Oh, irgendwann nehme ich mal einen Löffel und esse. Danke. Zwei Badesalze von Knall hast du mir mit reingepackt. Ich habe leider keine Badewanne, deswegen wird das weitergehen an Freunde, Familie, wie auch immer. Das ist einmal Alles wird gut mit Vanille, Macadamia und Honigextrakt. Oh, ich würde mich gerne mal in eine Alles wird gut Badewanne legen. Und traumhafter Schaum, schäumendes Badesalz abschalten mit Frangipani und Moringa. Oh, wahnsinnig toll. Vielen Dank. Und eine Maske war auch noch mit dabei von Garnier Skin Active. Intensiv, feuchtigkeitsspendende und beruhigende Maske. Und ja, muss ich da noch groß was zu sagen? Die ist toll. Nochmal abschalten ist hier drin. Kann ich zweimal abschalten weitergeben? Vielleicht auch mal als Fußbad, ich weiß es nicht. Das ist echt... Es wäre so Verschwendung, weißt du, wenn ich das einfach in ein Fußbad mache. Ja, schön. Auch wenn ich ein ultra schlechtes Gewissen habe und eigentlich irgendwie mit gar nichts rechnen wollte, bin ich schon traurig, dass es vorbei ist. Das ist so paradox gerade, ich sag euch das. Ich habe hier das Letzte, was ich hier unten drin hatte. Das ist eine Handlotion und ein Handwash. Und ist das nicht wunderschön? Von Gentle Rose. Ich glaube, das ist auch die Marke. Und das ist auf so einem schönen Holztischchen. Und das ist doch ultra dekorativ. Das finde ich super mit Rose, ne? Dankeschön. Ja, wieder der Duft, den ich so gerne mag. Der Duft nach alter Oma. Ich rieche das so gerne. Ja, mega geil. Danke dir. Echt, das ist schön. Das wird bei uns auch direkt hingestellt. Das kommt ins Gästebad, ja. Oh mein Gott, Marie. Ich kann erstmal von Herzen Danke sagen. Marie, vielen, vielen Dank. Wirklich. Also, ich weiß nicht, wie ich mich bei dir bedanken soll. Wirklich nicht. Nicht nochmal machen, das darfst du nicht. Das ist viel zu teuer gewesen. Ja, und dann beende ich mal dieses Video auf meine ganz normale Art und Weise. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Da würde ich mich echt drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben mal meine Playlist zu den ganzen Tauschpaketen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich wirklich drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!